So, heute zeige ich euch ganz was Tolles, und zwar ein Entspannungsöl, wie man sowas zubereitet. Mein Mann, der hat jetzt vor kurzer Zeit so viel Stress in der Firma gehabt und hat in der Nacht nicht gescheit einschlafen können. Da haben wir gedacht, ich werde ihm ein gutes, entspannendes Öl zubereiten, mit dem er sich dann eincremen kann, die Fußsohlen, beim Bauch oder wo auch immer er vor allem diesen Stress und diesen Spannungsdruck spürt. Und das hilft ihm so gut. Und das haben wir gedacht, das muss ich euch unbedingt verraten, weil vielleicht kann Feicher jemand mal nicht so gut schlafen, dann kann er das verwenden. Und ich habe das nämlich jetzt auch genommen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen so starken Wadenkrampf gehabt, dass ich in der Früh gar nicht gescheit aufstehen hat können. Dann habe ich gedacht, ah, das tue ich mir jetzt auch gleich einmassieren. Habe das so lange einmassiert, dass sich das auch alles gelöst und entspannt hat. Also überall, wenn es eher verspannt und verkrampft und gestresst seid, das ist so entspannend, so beruhigend, und mein Geheimrezept, so dass ich das verrate ich euch jetzt da. Was brauchen wir alles? Ein Johanniskrautöl. Wie man so einen Ölauszug herstellt, das habe ich eh schon mal bei einem anderen Video gezeigt, sonst könnt ihr es euch nochmal anschauen. Also ein Ölauszug vom Johanniskrautöl. Dann habe ich mir da ein paar ätherische Öle hergerichtet. Und zwar das Limette Ingwer. Einerseits mal ein erfrischender Duft, das Ingwer ist wärmend, dann Geranium, ganz was Feines, das Ylang Ylang wirkt krampflösend, entspannend, dass man locker wird, und das Lavendel zusätzlich auch noch Blutdruck senkend und nervenstärkend. Und diese Mischung, das machen wir so, da nehmen wir ein schönes Flascherl, weil so kann man das Glas auszufüllen auch. Gell? Also ein Rixglasl oder so habe ich gesehen, das ist nicht so praktisch. Irgendeine Flasche nehmen, und dann tut man da den Ölauszug mal rein vom Johanniskrautöl. So, tada. Passt, dann haben wir das einmal drinnen. Und dann kommen mehrere Tropfen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tropfen. Vom Lavendel einmal, und dann Ylang. Da tue ich auch so, jetzt kommt noch nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, so 5, 6 Tropfen. Dann tue ich 3 Tropfen Geranium rein. 1, 2, 3. Oder noch einen vierten. Ist nicht so genau. Also wie, ich habe den Duft so gern von Geranium. Und dann noch das Limette Ingwer. Da tue ich also 3 Tropfen. 1, 2, 3. Upsala, vierter dazu gerutscht, macht auch nichts. So. Gut, dann können wir das noch zumachen. Ein bisschen da so umschütteln. Und fertig ist unser Entspannungsöl. Muss ich gleich. Das duftet herrlich. So, und damit ich dann weiß, was ich den Flaschen drinnen habe, habe ich mir da gleich ein Zettel hergerichtet. Mein Entspannungsöl. So, und wenn ihr jetzt liebe Nachbarn habt oder Freunde, und ihr wisst, die haben vielleicht auch ein bisschen Schlafstörungen oder so, oder brauchen was zum Entspannen, dann könnt ihr sie auch mit weiterschenken. Viel Spaß beim Nachmachen!